Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Renee Marston. Renee Marston wurde am 15. Oktober 1992 im Fairfield Hospital in Prairiewood in New South Wales, Australien geboren. Sie war die Tochter von Theresa Marston und Jamie Dethy. Die beiden haben sich jedoch getrennt, als Renee gerade mal 2 Jahre alt war und Renee ist bei ihrer Mutter geblieben, die dann, als Renee 5 war, einen neuen Mann kennenlernte mit dem Namen Mark Marston. Und die beiden haben sich kennen und lieben gelernt und haben dann 2000 auch geheiratet und daraufhin dann noch 3 weitere Kinder bekommen, 2 Jungen, Luke und Jake und eine Tochter mit dem Namen Monique. Renee hat sich sehr gefreut, große Schwester zu werden und hatte auch eine gute Beziehung zu ihren 3 Halbgeschwistern. Und Mark hat sie auch sehr, sehr schnell als Vater wahrgenommen. Er war ja auch so ziemlich ihr Vater. Seit sie 5 war, ist sie mit ihm aufgewachsen. Und als sie 18 war, hat sie sich dann dazu entschieden, auch seinen Nachnamen anzunehmen. Renee wird in den Quellen eigentlich als eine sehr fröhliche, aufgeschlossene junge Frau beschrieben, die sehr viel Energie auch mitgebracht hat und vor allem eine gute Beziehung zu ihrer Familie hatte. Im August 2013 war Renee 20 Jahre alt und lebte noch bei ihren Eltern. Allerdings hat sie zu diesem Zeitpunkt schon darüber nachgedacht, auszuziehen. Es war ja so kurz vor ihrem 21. Geburtstag im Oktober. Und ihr Plan war eigentlich, dann mit ihrer Cousine Stephanie zusammen eine Wohnung zu suchen und eine WG zu gründen. Sie hat zu dieser Zeit als Friseurin Vollzeit gearbeitet und war seit 2011 in einer Beziehung. Ihr Freund hieß Braden Spiteri und Braden war zu diesem Zeitpunkt leider nicht so richtig, physisch involviert in Renees Leben. Das lag daran, dass er im Gefängnis saß. Braden kam eigentlich aus einer recht wohlständigen Familie und hatte auch eine gute Schulbildung genossen. Aber der Grund dafür, dass er nun im Gefängnis war, war laut ihm eigentlich eher ein Unfall. Er war in einen Autounfall verwickelt. Mit ihm zusammen im Wagen saß sein bester Freund Richie. Und Richie ist bei diesem Unfall dann gestorben. Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass es Braden schuld war. Und er wurde dann auch angeklagt und verurteilt für Manslaughter, also Totschlag. Und musste deswegen Zeit im Gefängnis absitzen. Das war sowohl für Renee als auch für Braden eine sehr schwierige Situation, denn eigentlich hatten sie schon eine gemeinsame Zukunft geplant, darüber gesprochen, dass sie irgendwann heiraten werden. Also 2013 hat Renee sogar schon einen Termin gemacht bei einer Hochzeitsplanerin. Also sie war da schon, hatte da schon genaue Vorstellungen von, wie das alles laufen würde, wenn Braden dann rauskommt. Aber zu diesem Zeitpunkt war dem eben noch nicht so. Er saß noch im Gefängnis. Die beiden konnten sich also so gar nicht wirklich sehen, so persönlich. Sie haben eigentlich nur miteinander geschrieben. Braden hatte nämlich die Möglichkeit, dadurch, dass er gute Anwälte hatte und auch sehr reiche Eltern, dass ihm ein Handy zur Verfügung gestellt wurde. Und damit konnte er dann mehr oder weniger Kontakt halten, regelmäßig. Die beiden hatten wirklich nur Kontakt übers Handy. Sie haben sich geschrieben und telefoniert, denn Braden hatte sein Besuchsrecht abgegeben, um ein kürzeres Strafmaß zu bekommen. Also er hat das mit seinen Anwälten so ausgehandelt, dass er keine Besuchrechte hat und dafür dann eine verkürzte Zeit im Gefängnis verbringen muss. Ja, deswegen hatten die beiden, wie gesagt, nur übers Handy Kontakt, aber Renee war trotzdem sehr zuversichtlich, was die gemeinsame Zukunft anging. Die Beziehung zwischen Renee und Braden hat sich so schnell, so intensiv entwickelt, dass sie schon 3 Monate in die Beziehung hinein sich ein Tattoo hat stechen lassen mit seinen Initialen. Sie hatte sich kurz vorher ein Tattoo für ihre Mutter stechen lassen und anscheinend, kam das dann irgendwie auf. Und sie hat sich das für Braden dann auch nochmal stechen lassen. So von außen hätte man vielleicht gedacht, dass für Renee alles gut lief. Und ihre Mutter hat sich zwar immer mal wieder Sorgen um ihre Tochter gemacht, aber alles in allem hatte sie das Gefühl, dass sie schon gut im Leben stand. Bis zum 5. August 2013. An diesem Tag ist Renee gegen 2:30 nach Hause gekommen, früher als sonst. Und ging an ihrer Mutter eigentlich direkt vorbei durch die Tür in ihr Zimmer und ihre Mutter Theresa hat in diesem Moment direkt an ihrem Gesicht gesehen, dass
irgendwas gar nicht in Ordnung ist. Renee hat nicht geweint, aber sie sah so aus, als ginge es ihr nicht gut. Und sie hat sie dann auch weitestgehend gelassen. Also sie hat kurz gefragt, ist alles okay mit dir? Und Renee hat gesagt, ja, alles in Ordnung. Und dann hat sie sich gedacht, okay, ich hake nicht mehr weiter nach. Ich lasse sie erstmal kurz runterkommen. Doch das hielt nicht sonderlich lange an, denn Theresa hat kurze Zeit später eine Nachricht erhalten von Brayden. Und in dieser Nachricht hieß es, rede mit deiner Tochter, sie droht an, sich das Leben zu nehmen. Daraufhin hat Theresa dann gesagt, was soll das heißen? Warum sollte sie das sagen? Warum sollte sie das vorhaben? Und darauf hat Brayden nur geantwortet, frag sie das selbst. Theresa war natürlich, wie jede andere Mutter in der Situation wahrscheinlich auch, sehr besorgt und ist in Renees Zimmer gegangen, hat ihr die Nachricht von Brayden gezeigt und hat gesagt, was ist los? Willst du reden? Ist was nicht in Ordnung? Brauchst du mich gerade? Und Renee hat das so ein bisschen abgetan und gesagt, ach, Mama, sei nicht blöd, er redet einfach nur, es ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt einfach rausgefunden, wie er so drauf ist. Für Theresa war diese Auseinandersetzung zwischen Renee und Brayden jetzt nicht unbedingt, ja, ich sag mal überraschend, weil die beiden immer wieder Probleme miteinander hatten. Also es war immer wieder ein Auf und Ab, Trennung, wieder zusammenkommen. Die Tatsache, dass sie sich halt so physisch nicht hatten, war etwas, was sehr an der Beziehung gezerrt hat, was sie sehr strapaziert hat. Und deswegen hat Theresa irgendwie schon verstanden, dass sie wohl Streit miteinander haben. Sie hat sich ja bei Renee auch die Absicherung geholt, dass sie sich nichts antun will, dass Brayden sich das mehr oder weniger ausgedacht hat. Und deswegen hat sie Renee dann erstmal wieder alleine gelassen. Rund um die Zeit sind Renees Geschwister Luke, Jake und Monique dann auch von der Schule gekommen und mussten vom Schulbus abgeholt werden. Deswegen ist Theresa dann erstmal losgegangen, um sie abzuholen. Und sobald sie wieder zu Hause war, hat sie dann wieder nach Renee gesehen. Und diese saß schon an ihrem Make-up-Tisch, hat sich fertig gemacht, ihr Make-up neu aufgetragen, ihre Haare hochgesteckt und hat ihrer Mutter dann gesagt, dass sie vorhätte, mit Kollegen noch auszugehen und dass sie aber nicht so lange wegbleiben würde und relativ schnell wieder nach Hause käme. Theresa hat sich dann soweit erstmal damit abgefunden. Sie hat sich auch gedacht, dass es vielleicht ganz gut für Renee war, ein bisschen rauszugehen und sich abzulenken. Und sie hat sie dann gebeten, Monique noch zur Großmutter zu fahren, denn Theresa selbst wollte mit den beiden Jungs dann zum Schwimmunterricht. Und dazu hat Renee dann auch ja gesagt. Theresa ist losgefahren mit den beiden Jungs und Renee hat sich wenig später dann auch mit Monique auf den Weg gemacht. Sie hat ihre kleine Schwester bei ihrer Großmutter abgesetzt und ist dann nicht mit ihren Kollegen essen gegangen. Sie ist stattdessen an einen anderen Ort gefahren. Und von hier hat sie dann drei Menschen eine Nachricht geschickt. Ihrer Mutter, Brayden und ihrer besten Freundin Camilla. Theresa erhielt die Nachricht von Renee um 17.49 Uhr, da war sie noch beim Schwimmbad. In dieser Nachricht schrieb Renee, dass ihre Mutter ihre beste Freundin sei und dass sie sie sehr lieben würde. Sie entschuldigte sich in dieser Nachricht aber auch, sagte aber nicht genau wofür. Theresa fand diese Nachricht sehr beunruhigend. Sie hat dann trotzdem erstmal ausgeharrt mit den Jungs, ist dann nochmal zurückgefahren zur Großmutter und hat Monique zu einem weiteren Unterricht gefahren und ist dann zu einer Freundin gegangen und hat ihr die Nachricht von Renee gezeigt und hat gesagt, irgendwie habe ich da ein schlechtes Bauchgefühl, was meinst du dazu? Einfach um sich nochmal den Eindruck von Außenstehenden reinzuholen. Und auch Theresas Freundin fand die Nachricht seltsam und hat dann vorgeschlagen, dass man sich doch lieber an die Polizei wenden solle, um ja, nach Renee zu sehen, denn Renee ist zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Theresa hat dann auch die Polizei kontaktiert und dann im gleichen Atemzug Camilla, Renees beste Freundin. Sie hat sie gefragt, ob sie etwas von Renee gehört hätte und bekam darauf als Antwort, dass auch Camilla so eine komische Nachricht bekommen hat. Die beiden Frauen haben sich dann getroffen und sind in Camillas Wagen rumgefahren, an verschiedene Orte, wo sie dachten, dass Renee da vielleicht sein könnte, um den Kopf frei zu kriegen. Sie sind unter anderem auch zu dem Haus von Braydens Schwester gefahren, aber Renees Wagen stand nicht vorne in der Auffahrt und deswegen haben sie da auch nicht weiter nach ihr gesucht. Auch die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt natürlich intensiv nach Renee gesucht. Sie haben es dann geschafft, ihr Handy zu tracken und auch ihr Auto zu finden. Der Ort, an dem sie ihren Wagen dann fanden, war ein Ort mit dem Namen The Gap. The Gap ist eine Klippe in Sydney in Australien und jedes Jahr bringen sich an diesem Ort um die 50 Menschen um. Mittlerweile wurden da im Zuge der Prävention auch Sicherheitskameras aufgestellt, es wurde ein Zaun aufgestellt, der so nach innen gewölbt ist.
Es gibt da Telefone, die aufgestellt wurden, damit Leute eben kostenlos direkt ein Hilfetelefon anrufen können. Also verschiedene Versuche, Menschen davon abzuhalten, sich hier das Leben zu nehmen. Dennoch, wie gesagt, ist es nach wie vor ein Ort, an dem sich viele Menschen das Leben nehmen. Und für die Polizei lag sehr schnell nahe, dass auch Renee sich hier das Leben genommen hat. In ihrem Wagen konnte man ihr altes Handy finden, ihr altes iPhone, das sie schon seit einer Weile nicht mehr so aktiv nutzte, und eine Valentinstagskarte, die sie von Braden bekommen hatte im Februar. An das Fenster ihres Wagens, so in den Dreck hinein, hatte Renee "Ich liebe dich, Braden" geschrieben. Die Polizei hat direkt alles dort abgesucht. Sie haben mit Helikoptern alles abgesucht und dann auch später Taucherteams runtergeschickt, unten ins Wasser am Ende der Klippe. Aber hier hat man nichts weiter gefunden beim Ablaufen der Gegend. Auch Theresas Eltern sind dann vor Ort gewesen und haben ja nach irgendwelchen Hinweisen gesucht, nach irgendetwas, das vielleicht andeuten könnte, dass Renee sich hier nicht das Leben genommen hat oder zumindest um sie zu finden. Doch alles, was man fand, waren Renees Schuhe. Schon beim Abtauchen dieser Gegend ist den Taucherteams aufgefallen, dass es eine sehr starke Strömung gab, die Richtung offenes Meer ging. Und die Polizei hat dann irgendwann den Rückschluss gezogen, dass Renee sich hier tatsächlich das Leben genommen hat. Sie ist von der Klippe gesprungen und dann wahrscheinlich aufs offene Meer hinausgetrieben, weswegen ihre Leiche nie gefunden wurde. Sie wurde offiziell für tot erklärt und ihre Familie hatte auch eine Trauerfeier, aber es gab keine Leiche, die man hätte beerdigen können. Für Renees Familie war das offensichtlich ein Riesenschock, ein unglaublicher Schmerz, und sie haben direkt versucht, nach Anhaltspunkten zu suchen dafür, warum Renee das getan hat. Sie hat ja diese Abschiedsnachrichten geschrieben an ihre Mutter und an Camilla und auch an Braden. Und das Letzte, was Theresa wusste über Renee und über ihren Gemütszustand, war, dass sie Streit mit Braden hatte. Und das war nicht ihr erster Streit mit Braden. Die beiden hatten immer wieder Streitereien. Später hat sich dann herausgestellt, dass Braden an diesem Tag mit ihr Schluss gemacht hatte. Deswegen ist sie auch früher von der Arbeit zurück nach Hause gekommen. Sie ist schon auf der Arbeit zusammengebrochen, weinend, und hat einem Kollegen die Nachrichten von Braden gezeigt, in denen er sagt, ich glaube, wir sollten das Ganze erstmal lassen. Und daraufhin ist bei ihr wirklich alles zusammengebrochen und sie hat diesen furchtbaren Entschluss gefasst. Es lag für Theresa und Mark also nah, Braden die Schuld zu geben. Und Theresa wollte auch eigentlich mit Braden darüber sprechen. Sie hat ihm auch Nachrichten geschickt und gesagt, ich will mit dir reden, ich will mit dir darüber reden, was an diesem Tag passiert ist. Was hast du mit Renee geschrieben? Was war da los? Aber Braden hat nicht geantwortet. Stattdessen ist dann Camilla, Renees beste Freundin, für ihn in die Bresche gesprungen und hat gesagt, dass sie nicht so auf Braden rumhacken sollen und dass er sich auch selbst die Schuld gibt, sich unglaublich schlecht fühlt und ja auch tief in der Trauer drin ist und dass es unfair ist, ihm die Schuld für etwas zu geben, was Renee entschieden hat. Für ihre Eltern war das aber nicht so einfach. Sie konnten das nicht einfach so hinnehmen und einfach sagen, okay, sie hat jetzt diesen Entschluss gefasst, es gab irgendwie eine Auseinandersetzung, wir wissen nicht so richtig worüber und jetzt sollen wir das einfach so hinnehmen. Also das ging irgendwie nicht für sie, sie brauchten einen Grund, sie haben nach einem Grund gesucht, sie brauchten mehr Antworten. Und mehr Antworten dazu, was an diesem Tag geschrieben wurde, hätte man vielleicht von Renees aktuellem Handy haben können, aber dieses Handy hat sie mit ins Meer geworfen, das heißt, auch das wurde nie gefunden und ihre Handydaten wurden wohl auch nie ausgewertet oder konnten, weil das Handy nicht da war, nicht ausgewertet werden. Alles, was man weiß, ist, wann sie telefoniert hat, wann sie Nachrichten geschickt hat. Und es stellte sich auch heraus, als die Polizei das überprüft hat, dass sie noch, nachdem Braden Theresa gesagt hat, rede mit deiner Tochter, sie droht an sich etwas anzutun, 91 Nachrichten mit Braden hin und her geschrieben hat. Aber was diese Nachrichten waren, das konnte man so nicht einsehen, weil man von diesen Daten vom Mobilfunkanbieter wirklich nur sehen kann, wann gab es einen Eingang von einem Anruf, Ausgang von einem Anruf und wann sind Nachrichten an welche Nummer rausgegangen, aber nicht die Nachrichten an sich. Nun gab es dabei ja auch noch das alte iPhone von Renee und das hat die Polizei auch beschlagnahmt, auch zusammen mit ihrem Wagen, allem, was sie darin gefunden haben, weil man ja trotzdem ausschließen muss, dass etwas anderes passiert sein könnte, dass sie entführt wurde oder dass es einen Mord gab, dass sie geschubst wurde, also was
muss natürlich überprüft werden, aber obwohl die Polizei monatelang Renées altes iPhone hatte, konnten sie keine Daten aus diesem Handy ziehen, mit der Begründung, dass sie das nicht entsperren konnten und deswegen nicht an die Nachrichten rangekommen sind. Das fand Renées Familie sehr seltsam, dass die Polizei nicht in der Lage ist, mit all den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, da Nachrichten rauszuziehen, und deswegen haben sie dann von einer anderen Taktik Gebrauch gemacht und darauf gekommen, auf die Idee, sind gar nicht mal Renées Eltern selbst, sondern der Freund von Renées kleinem Bruder Luke. Luke war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt, sein Freund auch. Und als Luke diesem Freund erzählt hat, wie es um das alte Handy seiner Schwester steht, dass die Polizei da an nichts rankommt, hat dieser 13-jährige Junge gesagt, aber es gibt doch Apps dafür. Es gibt doch eine App, mit der man das irgendwie wiederherstellen kann. Und dann hat dieser 13-jährige Junge der Familie geholfen, die Nachrichten wiederherzustellen. Also das an sich, finde ich, ist schon eine Tatsache. Das muss man erstmal sacken lassen, dass die Polizei monatelang dieses Gerät hat, nicht in der Lage ist, an Nachrichten ranzukommen, aber ein 13-Jähriger hat es geschafft. Die Nachrichten mussten dann wohl trotzdem erstmal so sortiert werden, weil sie komplett durcheinander waren, aber am Ende hatte man die Nachrichten dann zusammen. Und diese Nachrichten haben für einen Verdacht gesorgt, der mit der Zeit immer größer wurde und ganz, ganz furchtbare Dinge zutage förderte. In diesen Nachrichten zeigt sich, dass Brayden und Camilla immer abwechselnd schreiben. Die beiden schreiben nie gleichzeitig. Entweder Brayden schreibt mit Renée oder Camilla schreibt mit Renée. In den Nachrichten zeigte sich auch, dass Camilla und Brayden sich oft auch gegenseitig in Schutz genommen haben oder intensiv übereinander mit Renée gesprochen haben. Für Theresa kamen dann da einige Fragezeichen dazu, denn sie hat sich daran erinnert, dass als Renée ihr erzählte, 2011, sie hat diesen neuen Jungen kennengelernt, diesen neuen Mann, Brayden, dass sie ihr damals auch erzählt hatte, dass Camilla die beiden einander vorgestellt hatte. Camilla war nämlich Braydens Ex-Freundin. Die beiden hatten vorher gedatet und haben die Beziehung dann beendet. Und danach hat Camilla Brayden Renée vorgestellt und die beiden so ein bisschen miteinander verkuppelt und ihn auch immer eigentlich in Schutz genommen. Also ich habe euch ja eben erzählt, dass sie auch im Nachhinein Brayden Renées Familie gegenüber in Schutz genommen hat. Es ging sogar so weit, dass sie Renées Eltern gesagt hat, dass sie die Handynummer von Brayden nicht an die Polizei weitergeben sollen, denn die waren natürlich auch daran interessiert, wer dieser junge Mann ist, einfach um das mit auf dem Schirm zu haben. Und als sie rausgefunden hat, dass Theresa die Handynummer doch weitergegeben hat an die Polizei, ist sie komplett ausgerastet und hat gesagt, sie sollen die Nummer wieder zurückholen, wie auch immer das gehen soll, wenn die Polizei jetzt eh schon Zugriff darauf hat. Also wir halten fest, Camilla hat Brayden Renée vorgestellt und dafür gesorgt, dass die beiden zusammenkommen. Camilla war vorher mit Brayden in einer Beziehung und Camilla hat Brayden immer sehr viel in Schutz genommen. Aber auch Camilla und Brayden haben nie gleichzeitig mit Renée geschrieben, obwohl da sehr viele Nachrichten ausgetauscht wurden. Denn als man die Nachrichten vom iPhone heruntergezogen hat, stellte sich heraus, dass zwischen März 2013 und dem 19. Juni 2013, das war dann wohl der Punkt, an dem Renée das Handy gewechselt hat, deswegen danach nicht mehr so viele Nachrichten, über 11.000 Nachrichten geschrieben wurden zwischen Renée und Brayden. Über 11.000 Nachrichten. In 3 Monaten. Das ist unglaublich viel und da sind nicht mal die Facebook-Nachrichten mit drin, denn die beiden haben auch über Facebook miteinander kommuniziert. Die Beziehung zwischen Renée und Brayden war ein ständiges Auf und Ab. Die beiden hatten andauernd Streit miteinander. Es gab sehr oft Eifersuchtsdramen zwischen den beiden und auch recht viel Kontrolle, die so weit ging, dass Brayden auch Zugang zu Renées Facebook hatte. Also er hatte ihre Login-Daten und hat teilweise auch von ihrem Account aus mehrfach mit Renées Mutter Theresa geschrieben und dann einfach gesagt, hi, hier ist Brayden, und hat ihr darüber wohl damals auch geschrieben, direkt am Anfang der Beziehung, dass er eigentlich ein guter Typ sei und dass er Renée niemals etwas Böses antun wolle. Er hat aber auch sehr bösartige Nachrichten geschrieben. Unter anderem hat er Theresa einmal komplett fertig gemacht und beleidigt in Facebook-Nachrichten, weil sie ein Bild
beziehungsweise einen Post geliked hat, aber da gehen wir gleich später noch genauer drauf ein. Wie gesagt, Brayden eher sehr kontrollierend in seiner Art in der Beziehung. Theresa hatte Renee auch schon im Mai 2012 gesagt, dass sie Brayden für keinen guten Umgang hält und dass sie die Beziehung lieber beenden solle. Renee hat ihrer Mutter dann auch gesagt, dass sie die Beziehung beenden wird und dass sie einfach nur Freunde bleiben. Im Hintergrund lief die Beziehung wohl aber mehr oder weniger weiter. Für Renee war auch die Tatsache, dass Brayden im Gefängnis war und nicht zu wissen, wann er wieder rauskommt, etwas, das mit dem sie sehr viel kämpfen musste, das sie sehr belastet hat. Und das wurde sehr deutlich im September 2012, denn da hat sie schon einmal versucht, sich etwas anzutun. Sie hat eine Überdosis Medikamente genommen und wurde dann erst Tage später von ihrer Mutter ins Krankenhaus gebracht. Sie hat es ihr da nämlich erst gestanden, weil sie sich ständig übergeben musste und nicht essen konnte durch diese Überdosis. Theresa hat ihre Tochter dann natürlich ins Krankenhaus gebracht und hier wurde sie auch erstmal beobachtet. In den Unterlagen heißt es, dass ihr Freund, also Brayden, eigentlich auf Bewährung draußen war für ganz kurze Zeit, aber dann in eine Auseinandersetzung mit seinem Vater geraten wäre und jetzt wieder im Gefängnis war. Das war anscheinend der Auslöser dafür, dass die Patientin sehr aufgebracht sei, dass sie gestresst darüber sei und unglücklich, dass sie keinen Kontakt zu ihrem Freund, also zu Brayden, haben konnte, dass sie sich nicht mental stabil fühle, dass sie sagt, dass ihr Job ihr zu viel Stress sei und auch, dass ihr Chef ihr ein paar Tage zuvor gesagt hätte, dass er sie liebt. Also offensichtlich war das auch ein ganz schlimmes Arbeitsverhältnis, in dem sie sich befunden hat. Dass sie verwirrt sei, aber dass sie es bereue, diesen Versuch unternommen zu haben und dass sie froh sei, darüber weiterzuleben und so etwas nicht nochmal tun würde. Brayden soll für diese Auseinandersetzung mit seinem Vater dann nochmal 2 Jahre im Gefängnis bekommen haben. Und an diesem Punkt hat Theresa Brayden dann kontaktiert und gesagt, du tust meiner Tochter nicht gut und es ist für sie einfach eine zu große Belastung, mit dir zusammen zu sein, während du im Gefängnis bist. Sie kann dich nicht sehen. Und das einzig Richtige wäre jetzt, sie gehen zu lassen. Zumindest bis du aus dem Gefängnis bist. Lass sie gehen, lass sie leben. Sie sitzt hier eigentlich nur die ganze Zeit und wartet und leidet, weil du nicht bei ihr sein kannst. Und daraufhin scheint Brayden die Beziehung auch beendet zu haben, denn Renee hat dann einen neuen Freund gefunden. Sein Name war Ian, er war 12 Jahre älter als Renee und die beiden kannten sich von der Arbeit. Für ihr ganzes Umfeld schien es so, als ob Renee das wirklich sehr doll gebraucht hätte. Sie ist wieder richtig aufgeblüht, sie schien glücklich, sie schien ausgeglichen und zufrieden, bis Brayden sich dann da wieder eingemischt hat. Er hat Ian geschrieben und ihn beschimpft, er hat Renee unter Druck gesetzt, weil er wieder mit ihr zusammenkommen wollte und hat sie am Ende dann auch vor ein Ultimatum gestellt. Ich oder Ian. Und Renee hat am Ende Brayden genommen und das, obwohl sie sich sogar mit Ian im Januar 2013 verlobt hatte. Aber diese Liebe oder auch ja, emotionale Abhängigkeit fast schon von Brayden war so stark, dass sie sich dann doch für ihn entschieden hat. Die beiden sind im März 2013 zusammengekommen wieder, Brayden und Renee. Und ab diesem Zeitpunkt hatten sie dann auch eine Beziehung bis zu diesem schlimmen Tag im August 2013, an dem Renee gestorben ist. Im Juli 2013 hat Brayden den Kontakt zu Renee 1 Monat lang abgebrochen, weil es wieder um seinen Fall ging. Das wurde alles nochmal aufgerollt. Es ging auch darum, ob er früher wieder rauskommt. Und da hatte er einfach Angst, dass das dazwischen funken könnte. Für Renee war das eine sehr schwierige Zeit. Sie hat Brayden in dieser Zeit unglaublich vermisst und hat ihm auch trotzdem immer wieder geschrieben und ihm Updates gegeben, wie es ihr geht, wie ihr Tag war. Aber Brayden hat nicht darauf geantwortet und dann sich eben erst im August wieder gemeldet, um ihr zu sagen, dass er die Beziehung beenden will. Soviel zu Brayden und seiner Beziehung zu Renee. Es war ein ständiges Auf und Ab. Aber ich habe euch auch von Camilla erzählt und von Camillas, ja, Einmischen so ein bisschen auch in die Beziehung oder überhaupt die Tatsache, dass sie da so von Anfang an sehr involviert war und die beiden vorgestellt hat. Auch, dass sie vorher schon etwas mit Brayden hatte, was vielleicht für den einen oder anderen komisch wirken mag. Camilla hatte auch selbst während der Beziehung zwischen Renee und Brayden viel Kontakt mit ihm, hatte auch Kontakt mit seinen Anwälten und hat auch oft Sachen einfach an Renee weitergeleitet. Auch Camilla war im Juli 2013
nicht für Renee erreichbar, weil sie in dieser Zeit in den USA war und es einfach zu teuer gewesen wäre, da mit ihrer eigentlichen SIM-Karte Kontakt zu halten. Deswegen hatten auch die beiden einen Monat keinen Kontakt miteinander. Viele komische Zufälle könnte man denken, aber ihr denkt es euch wahrscheinlich nicht an diesem Punkt. Es sind auch keine Zufälle. Man könnte jetzt denken, dass Camilla und Brayden vielleicht hinter Renees Rücken eine Beziehung miteinander hatten, eine Affäre und das irgendwie verschleiern wollten. Aber wahrscheinlich habt ihr euch schon gedacht, als ich gesagt habe, es schreibt immer nur einer von den beiden, dass Brayden gar nicht existiert. Es gibt Brayden nicht. Camilla hat sich ihn ausgedacht. Sie hat eine Facebook-Seite für ihn erstellt. Sie hat Fotos von Brayden hochgeladen. Sie hatte sogar ein Foto von sich mit Brayden. Diesen jungen Mann gibt es natürlich, aber sein Name ist nicht Brayden und er kennt Camilla und Renee auch nicht persönlich. Die beiden haben sich wahrscheinlich einfach an einem Abend in einem Club gesehen. Dort wurde das Foto auch aufgenommen. Er hat keinerlei Erinnerungen daran, sie jemals getroffen zu haben. Bei Camilla zu Hause wurden Briefe gefunden, die Renee an Brayden geschrieben hat. Diese Briefe hat sie dann an Camilla weitergegeben, denn Camilla hatte ja Kontakt zu Braydens Anwälten und konnte das dann weiterreichen, was natürlich nie passiert ist. Sie hat sie aber natürlich offensichtlich selbst gelesen, damit sie auf den Inhalt eingehen kann, wenn sie als Brayden mit Renee schreibt. Sie hat sich da eine komplette Person ausgedacht. Sie war die Einzige, die sonst noch Kontakt so richtig viel mit Brayden hatte. Also Brayden hat immer mal wieder Leuten geschrieben. Auch Ian, habe ich euch ja erzählt, geschrieben, Theresa geschrieben, aber eben ja nur so über Facebook. Keiner hat ihn sonst jemals persönlich getroffen und auch Braydens Familie, seine Schwester zum Beispiel, in deren Haus Renee ja erst vermutet wurde, hat sonst niemand getroffen außer Camilla. Freunde und Kollegen von Renee haben hinterher erzählt, dass sie gesagt hat, dass sie Braydens Familie auch mal selbst getroffen hätte. Es ist aber im Nachhinein nicht ganz klar, ob sie wirklich überhaupt eine Familie getroffen hat oder das nur gesagt hat, um ja das Ganze sich auch selbst schön zu reden, denn schon ihre Cousine Stephanie hat ganz oft zu ihr gesagt, was stimmt denn nicht mit dir? Brayden und Camilla sind die gleiche Person, aber Renee wollte das nicht wahrhaben und vielleicht hat sie so auch ihr Umfeld so ein bisschen mit überzeugen wollen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die die Polizei auch nicht komplett ausschließt, ist, dass Camilla eine komplette Familie engagiert hat, um so zu tun, als wären sie Braydens Eltern und Schwester. Also, dass sie denen wirklich eine komplette Geschichte vorgekaut hat, welche Rollen sie spielen sollen und die das dann so verkörpert haben. Was genau da passiert ist, lässt sich im Nachhinein nicht mehr wirklich nachvollziehen, denn Camilla hat eine ganz andere Version der Geschichte. Camilla behauptet nämlich, dass Renee die ganze Zeit gewusst hätte, dass sie Brayden war und dass sie und Renee eigentlich eine Liebesbeziehung miteinander gehabt hätten, aber Renee hätte das geheim halten wollen, weil sie befürchtete, von ihrer Familie verstoßen zu werden. Und wobei das natürlich in einigen Fällen eine ganz schlimme Konsequenz davon sein kann, einfach nur die Person zu lieben, die man liebt, weil ja Vorurteile, ganz, ganz schlimme Dinge in den Köpfen der Familienmitglieder noch verankert sind, war das hier nicht der Fall. Also Renees Familie hat ganz klar gesagt, das wäre uns völlig egal gewesen. Wir waren immer total offen mit allem. Also wir haben ihr nie irgendwas vorgeschrieben und wir hätten sie nie weniger geliebt oder ihr da Vorwürfe gemacht. Also das ist tatsächlich etwas, was Renees Familie sehr stark getroffen hat und auch wütend gemacht hat, dass Camilla sowas behauptet hat. Und das macht auch mit den ganzen Fakten nicht wirklich Sinn. Also es gibt unzählige Nachrichten, in denen Renee und Camilla über Brayden reden und auch über ihn streiten oder Camilla sich auf seine Seite stellt oder Brayden sich auf ihre Seite stellt. Es gibt sogar Nachrichten, in denen Brayden sagt, ja, dann lass vielleicht Camilla erstmal ein bisschen in Ruhe. Also es würde ja gar keinen Sinn machen, dass sie so untereinander bei Nachrichten, die sonst niemand sieht, außer ihnen, so lange dieses Schauspiel aufrechterhalten. Also vielleicht nach außen hin, aber nicht im Privaten. Hinzu kam, dass Renee Brayden immer wieder sexy Fotos von sich geschickt hat, versucht hat, ja, so Sexting zu machen mit ihm und Brayden da zwar
in Worten drauf eingegangen ist, aber nie Fotos geschickt hat. Und das war etwas, das Renee sehr frustriert hat, was sie auch geäußert hat in den Nachrichten. Warum schickst du mir keine Fotos? Ich will auch Fotos von dir sehen. Und er hat dann gesagt, das kann ich jetzt hier nicht, weil ich bin ja im Gefängnis und ich darf das Handy nur für Nachrichten nutzen. Also das passt ja vorne und hinten nicht. Wenn es Camilla gewesen wäre, dann wären da ja vielleicht trotzdem Fotos gekommen. Also es wären ja auch Fotos gewesen, die man direkt hätte löschen können, die keiner hätte sehen müssen. Es ist sehr, sehr offensichtlich von den Nachrichten, dem Miteinander, der Kommunikation, dass Renee fest davon überzeugt war, dass Brayden eine echte Person ist. Vor allem hat sie auch schon die Hochzeit geplant und alles. Ja, ich kann nicht wirklich nachvollziehen, wie Camilla denken kann, dass ihr das irgendjemand glaubt. Brayden und Renee haben auch nie miteinander telefoniert. Brayden hat angegeben, dass dem so sei, weil er dieses Handy ja sowieso eigentlich gar nicht wirklich haben darf und deswegen will er da kein Risiko eingehen, indem er telefoniert. Es ist ja aber eigentlich so, dass man in Gefängnissen schon ab und an telefonieren kann, aber das fiel dann wahrscheinlich unter die Ausrede, er darf keinen Besuch haben, deswegen darf er auch nicht telefonieren, um sein Strafmaß zu verkürzen. Also ganz wirre Geschichten, die jetzt natürlich im Nachhinein, wenn ich euch die erzähle, für jeden von uns so wirken als, ja, offensichtlich war Brayden keine echte Person. Offensichtlich hat Camilla das Ganze so eingefädelt, aber Renee war da zu diesem Zeitpunkt schon zu tief drin und wollte es anscheinend auch nicht wahrhaben, weil sie sich in diese imaginäre Person wirklich verliebt hat. Und sie hat auch immer wieder Sachen zugeworfen bekommen, die ihr wohl auch das Gefühl gegeben haben, dass es Brayden wirklich gibt. Camilla hat das Ganze ja auch immer für sie legitimiert. Und da kommen wir dann auch noch mehr auf Camilla. Denn dieses mentale unter Druck setzen, diese Manipulation, die haben nicht erst mit Brayden angefangen. Die Freundschaft zwischen Renee und Camilla war eigentlich fast von Anfang an sehr schwierig und sehr toxisch. Die beiden kannten sich schon von der Highschool, haben sich hier angefreundet und relativ schnell hat sich hier abgezeichnet, dass Camilla einen negativen Einfluss auf Renee hat. Renee hat um diese Zeit dann angefangen, mit Camilla zusammen zu rauchen, ihre Noten sind schlechter geworden. Und als Renee dann einen Freund gefunden hat, hat Camilla diesen immer schlecht geredet und ihn runtergemacht. Und Renee hat sich dann irgendwann auch von diesem Freund getrennt. Schon zu dieser Zeit hat Camilla immer wieder versucht, Renee näher zu kommen. Sie hat versucht, sie zu küssen, sie anzufassen. Renee hat das immer abgeblockt und gesagt, sie will das nicht. Aber es ist über die Zeit immer aggressiver geworden. Camilla ist übergriffig geworden, hat Renee auch geschlagen und sie angeschrien. Sie war auch deutlich größer als Renee. Und diese hat dann immer wieder ein bisschen versucht, sich von der Freundschaft zu distanzieren. Es gab eine Situation, wo sich die beiden wirklich mit beiden Müttern zusammengesetzt haben in einem Café und Renee Camilla gesagt hat, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, bitte lass mich einfach in Ruhe. Und als sie dann aufstehen und gehen wollte, ist Camilla wieder körperlich geworden, hat sie festgehalten, hat an ihr gezogen und Theresa, Renees Mutter, musste dazwischen gehen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass ihre Tochter überhaupt ins Auto einsteigen kann. Theresa hat damals schon immer wieder versucht, das aufzulösen, ihre Tochter da irgendwie rauszuholen, hat dann sogar Renee das Handy weggenommen und gesagt, ich will nicht, dass du mehr mit diesem Mädchen schreibst. Und Camilla hat Renee dann einfach ein neues Handy gekauft, mit dem sie dann kommunizieren konnten. Renee war irgendwann recht isoliert. Alles, was mit ihrem sozialen Umfeld zu tun hatte, lief zwangsläufig auch irgendwie über Camilla, weil die irgendwie immer mit dabei war. Als Renee angefangen hat, ihre Ausbildung zur Friseurin zu machen, hat Camilla kurze Zeit später dort auch angefangen und ist dann immer mit ihr den gleichen Weg gefahren und hat sie immer kontrolliert. Als Renee dort in diesem Friseursalon ihren ersten richtig ernsten Freund Angus kennengelernt hat, hat Camilla da auch immer wieder dazwischen gefunkt. Eigentlich wollten Renee und Angus heiraten. Die hatten sich schon überlegt, wie viele Kinder sie bekommen wollten. Sie waren glücklich, das hat Angus im Nachhinein immer wieder gesagt, das hat Renees Familie gesagt. Und von jetzt auf gleich, ohne Begründung, hat Renee die Beziehung dann beendet, weil Camilla ihn immer schlecht geredet hat, weil sie ihnen Nachrichten schlecht geredet hat, weil sie ihn auch persönlich angegangen ist. Das hat sie wohl recht häufig gemacht, dass sie dann die Person auch noch eingeschüchtert hat, um sie von Renee abzublocken. Camilla hat auch während diese Beziehung mit Angus lief oder eigentlich immer, wenn Renee jemanden im Leben hatte, der ihr nahe stand,
angefangen, sich zu beschweren und ja, eifersüchtig zu werden, weil sie das Gefühl hatte, dass sie jetzt nur noch die zweite Geige spielt, dass sie nicht mehr genug Aufmerksamkeit bekommt. Und so hat sie das Renee dann auch kommuniziert. Du gibst mir nicht genug Aufmerksamkeit. Du kümmerst dich nicht genug um mich. Ich bin dir egal. Und das waren so Sachen, die Renee dann unter Druck gesetzt haben, emotional unter Druck gesetzt haben und wo sie dann irgendwann immer wieder nachgegeben hat. In dem Coroner's Report heißt es auch, dass Camilla Renee Geschenke gemacht hat, dass sie damit immer wieder so ein bisschen um den Finger wickeln konnte. Sie hat ihr Klamotten gekauft, sie hat ihr, wie eben schon erwähnt, neue Handys gekauft, wenn ihre Mutter ihr damals die Handys weggenommen hat. Sie hat ihr so Geld gegeben. Es gibt auch Nachrichten, in denen Renee Camilla aktiv nach Geld fragt. Und das war dann immer so ein bisschen auch etwas, das Camilla über Renees Kopf gehalten hat, wo sie dann sagen konnte, ich habe dir das und das und das gegeben und jetzt verbringst du nicht mal Zeit mit mir. Und so war das ein Wechselspiel, immer wieder ein Machtgefälle irgendwann auch, in dem Renee das Gefühl hatte, sie kommt gegen Camilla nicht so wirklich an. Der entscheidende Punkt dann jedoch, der Bruch zwischen den beiden, war im August 2013. Renee hatte Camilla geschrieben, als diese noch im Ausland war, dass sie die Freundschaft beenden möchte, dass sie ihr für immer dankbar sein wird, dass sie ihr Brayden vorgestellt hat, aber dass sie glaubt, dass die beiden einfach getrennte Wege gehen müssen. Und daraufhin hat Camilla dann wohl beschlossen, dass auch Brayden sich jetzt von Renee trennen wird. Ich habe euch gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, dass es zwischen Renee und Brayden noch 91 Nachrichten gab, kurz vor ihrem Tod. Diese Nachrichten hätte man von Camillas Handy, das sie für Brayden genutzt hat, eigentlich auch noch ziehen können, aber Camilla hat sie in weiser Voraussicht gelöscht und sie konnten wohl auch nicht wiederhergestellt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Sache ist, wo sie wirklich nicht wiederhergestellt werden konnten oder ob das so ist wie mit dem Handy, das man angeblich nicht entsperren konnte und die Nachrichten nicht ziehen konnte. Aber das Schlimme daran, dass man diese 91 Nachrichten nicht wiederherstellen konnte, ist nicht nur, dass ihre Familie da keine Antworten bekommen hat. Das Schlimme daran ist, dass das mitunter der Grund ist, dass es für Camilla keine rechtlichen Konsequenzen gab. Kein Gerichtsverfahren, keine Haftstrafe, absolut gar nichts. Weil Catfishing, also sich für eine andere Person ausgeben, nicht offiziell so in der Form ein Tatbestand ist. Es ist strafbar, jemanden zu stalken und jemanden in den Suizid zu treiben. Es ist strafbar, Nachrichten zu schreiben wie eine Aufforderung zu so einer Tat. Aber ob Camilla als Brayden solche Nachrichten geschrieben hat, lässt sich nicht nachvollziehen, weil es diese Nachrichten nicht gibt. Und es ist strafbar, jemanden um Geld zu betrügen oder so. Also ihr kennt das ja vielleicht von diesem Enkeltrick. Solche Sachen sind strafbar. Aber das, was Camilla gemacht hat, das, was man ihr nachweisen kann, dass sie diesen Menschen komplett sich ausgedacht hat, da eine Beziehung mit Renee geführt hat über Jahre und etwas vorgespielt hat, dass sie dann so viel emotionale, mentale, psychische Verletzungen bei Renee ausgelöst hat und sie ja wirklich misshandelt hat emotional, das ist nicht strafbar nach australischem Recht. Es gibt kein Gesetz, gegen das Camilla in der Form verstoßen hat. Es gibt für das, was sie getan hat, kein Gesetz. Und deswegen auch keine Strafe. Camilla hat inzwischen geheiratet, einen Mann mit dem Namen Michael. Sie ist Mutter geworden und sie lebt immer noch unweit von Renees Eltern. Ihre Eltern sehen sie manchmal noch so beim Einkaufen. Sie kann frei herumlaufen, sie hat keine Konsequenzen bekommen für diese Tat. Sie hat weiterhin bis heute daran festgehalten, dass Renee gewusst hätte, dass Brayden keine echte Person war und dass sie Renee nichts angetan hat. Das ist etwas, woran ihre Familie jetzt arbeitet. Sie möchten gerne, dass es ein Gesetz gibt, dass eins ins Leben gerufen wird, das solche Taten verurteilt, weil Renee nicht die erste Person ist, die Catfishing zum Opfer gefallen ist. Catfishing wird euch eventuell vorher schon ein Begriff gewesen sein. Der Begriff ist recht groß geworden, auch mit der MTV-Sendung Catfish. Ich glaube, die gibt es immer noch auf irgendeinem Streaming-Anbieter, kann man die nachgucken, wo es darum geht, dass Leute eine Beziehung
führen mit jemandem, den sie noch nie wirklich gesehen haben. Und dann wird eben geprüft, ob diese Person echt ist oder nicht. Also ob es ein Catfish ist oder nicht. Und in vielen dieser Fällen ist es eben eine Person, die falsche Bilder benutzt hat und da unter einer falschen Prämisse eine Beziehung geführt hat mit dem Opfer. Das ist ein Phänomen, das verhältnismäßig neu ist. Also wenn ich sage verhältnismäßig neu, dann meine ich ungefähr, seitdem es Chatrooms gibt. Und ich habe mich bei meiner Recherche auf die Suche gemacht nach Studien, wo es um das Thema Catfishing geht. Und es gibt erstaunlich wenig Studien dazu. Es gibt hier und da etwas kleinere Studien, teilweise dann mit der Prämisse herauszufinden, ob das Geschlecht eine Rolle spielt, ob Männer eher Catfish sind als Frauen. Das sind aber Sachen, die dann im Laufe der Studie außen vor gelassen werden, weil sich herausstellt, dass das nicht wirklich eine Rolle spielt. Dann geht es in einer der Studien, die ich gesehen habe, eher so um Charakterzüge. Dazu, ob Menschen, die Catfishing betreiben, eher narzisstisch veranlagt sind zum Beispiel. Aber da scheint die Datenlage oder die Forschung einfach nicht besonders weit zu sein. Also das scheint ein Thema zu sein, mit dem man sich noch nicht so super viel auseinandergesetzt hat. Was ich erschreckend finde, denn auch diese Sendung, von der ich euch gerade erzählt habe, ist schon deutlich älter. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, die ursprüngliche Dokumentation, auf die das zurückgeht, Catfish, ist von 2010 und die Serie hat kurz danach angefangen. Also das ist ja jetzt auch schon 14 Jahre her und man sollte meinen, dass ich da mittlerweile ein bisschen mehr getan hätte. Auch in Deutschland ist das laut meiner Recherche kein wirklicher Straftatbestand. Also es ist dann strafbar, wenn man Catfishing nutzt, um sich illegalerweise zu bereichern, also um Leute um Geld zu betrügen. Und es ist strafbar, wenn man es benutzt, um Leute zu erpressen, zum Beispiel mit Nacktbildern oder so etwas. Aber das konnte auch bei Camilla in diesem Fall nicht nachgewiesen werden. Das heißt, dieses Betrügen an sich ist in sich kein Straftatbestand. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt auch erstmal so, na gut, muss das denn eine Straftat sein? Also ist es denn so schlimm, sich jetzt jemand anderes auszugeben oder sich online einen anderen Namen zu geben? Das machen ja viele. Das machen ja auch Social Media Creator. Aber in diesem Fall sehen wir ja ganz deutlich, dass es nicht nur darum geht, sich selbst einen anderen Namen zu geben und andere Sachen stimmen dann überein, sondern es wurde sich eine komplette Person ausgedacht, einzig und allein zu dem Zweck, eine Person emotional zu manipulieren und zu kontrollieren. Camilla hat das mit ihrer Taktik auf zwei Ebenen geschafft. Als beste Freundin von Renee und als Partner von Renee. Als Brayden und als Camilla. Und wenn ihr versucht, euch da rein zu versetzen, dann ist das eine furchtbare Situation, weil das ja die beiden Menschen sind, denen man am meisten trauen würde auf der Welt, denen man seine Geheimnisse anvertraut, auf die man sich verlässt, wenn es einem schlecht geht. Und Renee war Camilla in dieser Situation wirklich komplett ausgeliefert. Der Fall von Renee ist hier kein Einzelfall. Es kann super harmlos sein, so Catfishing. Es kann aber auch schlimme Ausmaße annehmen, wie wir in diesem Fall sehen, wie es in genannter Serie gezeigt wird. Solche Fälle gibt es auch schon lange vor 2013. Ich persönlich erinnere mich an den Fall von Megan Meyer von 2006. Wir haben in der Schule damals im Englischunterricht dazu ein Blatt bekommen, weil damals das so ganz neu war, dass die Jugendlichen auch viel im Internet unterwegs waren. Megan Meyer wurde damals Opfer auf MySpace von einem Catfish. Sie hat sich auch selbst das Leben genommen, nachdem sie von diesem Account dazu getrieben wurde. Ihr wurde erst eine romantische Beziehung vorgegaukelt, dann wurde sie beschimpft und dazu angehalten, sich das Leben zu nehmen, was sie am Ende auch getan hat. Es hat sich dann später herausgestellt, dass hinter dem Account Josh Evans, dem Account, in den Megan sich verliebt hatte, eigentlich eine ehemalige Schulfreundin von ihr steckten und die Mutter dieser Schulfreundin. Megan war 13 Jahre alt, als sie gestorben ist. Solche Fälle gibt es leider immer wieder, seit Jahren. Das ist mitunter eine der Gefahren des Internets und ich stimme da mit Renees Eltern voll und ganz überein, dass sich da auf jeden Fall etwas an der Gesetzeslage ändern muss, dass man da mit der Zeit gehen muss und schauen muss, wie man das irgendwie in den Griff bekommen kann. Denn sie sind verständlicherweise sehr aufgewühlt und sehr wütend darüber, dass es für Camilla keine Konsequenzen gab. Im Coroner's Report wurde das Ganze aufgedröselt, also wirklich alle Nachrichten,
die komplette Timeline, alles, was Camilla gemacht hat, die Beziehung zwischen Camilla und Renee, die Beziehung zwischen Renee und Brayden. Und am Ende heißt es dann, hier greift nichts so wirklich. Es hätte gegriffen, wenn Camilla Renee unter diesem Namen um Geld erpresst hätte oder so etwas, was sie nicht getan hat. Es würde greifen, wenn sie als Brayden Renee dazu angehalten hat, sich das Leben zu nehmen, was hier nicht greifen kann, weil man die Nachrichten nicht hat. Das heißt, man kann gar nicht nachvollziehen, ob das stattgefunden hat oder nicht. Und damit sind allen Beteiligten die Hände gebunden, weil sie nichts weiter machen können, weil es kein Verbrechen in dem Sinne gab. Ich persönlich finde den Fall super erschreckend und vielleicht wirkt der für euch jetzt nicht unbedingt wie so ein klassischer True-Crime-Fall. Aber ich habe schon vor einer Weile von diesem Fall gelesen und immer wieder hin und her überlegt, ob ich ein Video dazu machen soll. Und ich finde es einfach so ein wichtiges Thema, dass es mir doch sehr wichtig ist, Renées Geschichte zu erzählen. Vor allem, weil auch ihre Familie da sehr hinterher ist, das weiter in der Öffentlichkeit zu halten, um da etwas zu bewegen. Und ja, ich denke, dass es super wichtig ist, auf die Problematik aufmerksam zu machen und auch auf das aufmerksam zu machen, was Renee passiert ist. Camilla hat am Ende mehr oder weniger den Standpunkt vertreten, dass sie nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, was Renee getan hat. Und am Ende hat Renee diese Entscheidung selbst getroffen. Aber was dorthin geführt hat, alles, was drumherum passiert ist, alles, was an Einflüssen auf sie eingeprasselt ist und was auch an emotionalem Druck und an Missbrauch auf sie eingeprasselt ist, da wird irgendwie nicht so viel drüber gesprochen. Deswegen war es mir super wichtig, auch über diesen Fall zu reden. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen meint. Findet ihr, dass es etwas, das strafbar sein sollte? Oder ja, findet ihr das eher schwierig, da wirklich einen greifbaren Straftatbestand herauszufiltern und vor allem auch festzusetzen, welche Kriterien würden dann da greifen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich sehr, was ihr zu diesem Thema meint. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.